Das ist, glaube ich, ein Biber. Da könnten wir mal das Level checken vielleicht. Bevor uns dann so ein Level 150er in den Hintern beißt. 25. Das ist ja nicht so toll. Das ist viel. Ich kann kaum noch gehen. Und der Biber kommt gleich. Und der ist schnell im Wasser. Er ist schon da. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Fashion Contest. Kleiner Scherz. Wir gehen natürlich wieder was zähmen hier in Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir legen direkt los und hier gehen wir mal ein bisschen langsamer runter. Das ist recht tief. Bin da schon runtergefallen. Moment, da ist eine Treppe. Bisschen unübersichtlich hier oben in unserem Schloss. Wir werden jetzt direkt wieder auf Zähm-Tour starten. Es gibt einfach zu viele coole Tiere, die wir noch nicht haben. Und ich habe da draußen wieder so ein paar entdeckt beim Rumfliegen. Das heißt, wir holen jetzt mal alles, was wir brauchen. Und dann werden wir heute wieder einen Vogel zähmen. Einen Vogel, den wir bis jetzt noch nicht gezähmt haben in Ark Survival Ascended. Also, es bleibt spannend. Wir brauchen so ein bisschen Futter zum Zähmen natürlich. Der frisst nämlich ganz spezielle Dinge. Und zwar hat der ganz gerne Prime Fish Meat, soweit ich weiß. Deswegen nehmen wir das mal mit. Außerdem brauchen wir so ein bisschen Leechblatt. Das haben wir, glaube ich, hier. Oh, wir haben nur noch eins. Wir können auch Honig nehmen, glaube ich. Wir nehmen mal so ein bisschen Honig noch mit. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Da können wir alles Mögliche verwenden. Wir nehmen mal so 4 Honig mit. Und dann bauen wir uns eine Angel. Wir haben schon lange nicht mehr geangelt. Das muss, glaube ich, erst freischalten, das Ding. Hä? Fishing Rod oder so. Fishing Rod. Stellen wir uns her. Fishing Rod braucht Fiber, Wood und Hatch. Haben wir alles. Achso, Fiber noch, ne? Haben wir irgendwo das. Zu wenig Fiber. Kurz Fiber holen. Bam. Fishing Rod sollte passen. Go, go. Dann gucken wir mal, was wir heute so angeln können. Ich bin gespannt. Das machen wir nur mal kurz zum Testen. Vielleicht kommt auch was Cooles raus, ne? Wer weiß. Ja, und dann haben wir, glaube ich, alles zusammen, um durchzustarten. Und ihr seid bestimmt schon super gespannt, außer denen, die genau wissen, was wir jetzt zähmen. Weil es gibt, glaube ich, nicht so viele Vögel, die Prime Meat so als Lieblingsfutter haben. Ichthyornis vielleicht auch, aber die zähmen wir heute nicht. Glaube ich. Es sei denn, wir sehen einen guten. Ich will so einen Pelagornis zähmen. Ich habe Max-Level Pelagornis erspäht. Der sieht zwar nicht bunt aus, aber der ist halt Max-Level. Deswegen werden wir den auf jeden Fall mal mitnehmen. Und die sind ziemlich cool. Die können mehr, als man so denkt. Ne? Wenn die hier so rumsegeln und sich von den Haifischen fressen lassen, während sie da rumpaddeln, da denkt man, die haben nichts drauf. Aber das stimmt nicht. Die sind ziemlich cool. Die kann man nämlich auch zum Polymer-Sammeln verwenden. Das, glaube ich, testen wir dann auch mal. Beim Polymer-Sammeln gibt es übrigens unterschiedliche Varianten. Das wollte ich euch nochmal erzählen, weil das auch öfter in den Kommentaren stand. Es gibt ja auch die Moshops, die können theoretisch auch Polymer sammeln. Und wir können es auch leveln. Wir können hier Polymer-Sammeln hochleveln. Und dann sammelt der relativ gut Polymer. Haben wir schon irgendwas gelevelt? Ja, Rare Flowers, genau. Aber das taugt nicht wirklich, soweit ich das erinnere. Also ich würde es nicht empfehlen, es ist auch unpraktisch, den mitzunehmen, ne, mit dem Archie oder so. In Cryopod passt er ja nicht rein. Also wir können ihn nicht mehr rausnehmen, wenn wir den in Cryopod packen. Deswegen würde ich das nicht machen. Sondern, also es lohnt sich nicht. Der sammelt deutlich weniger als die Keule. Also ich würde das Polymer immer mit der Holzkeule aufsammeln. Das bringt mehr. Es geht natürlich um die Pinguine, ne? Also die Pinguine muss man meucheln und dann mit der Keule bearbeiten und dann geben die Organic Polymer. Es geht aber auch mit den Moshops. Aber der gibt, glaube ich, unwesentlich mehr Polymer, als wenn man die jetzt zum Beispiel mit einem guten Archie abfarmt. Guter Archie mit viel Melee-Damage sammelt auch relativ viel Polymer. Bei Moshops kommt es halt darauf an, wie viel Schaden der macht, wie gut der hochgelevelt ist und wie viel Punkte der in Polymer sammeln hat. Ne? Wenn der Max-Level ist mit viel Polymer sammeln geskillt, dann wird der schon ganz gut sammeln, aber ich glaube, die Keule ist immer noch die bessere Variante. Also die bringt mit Abstand am meisten, glaube ich. Was wir noch testen können, ist eben so ein Pelagornis. Die sind da wohl auch ziemlich gut. Und ich weiß nicht mehr, wie gut. Ist schon zu lange her, dass wir das getestet haben. Deswegen machen wir das mal wieder. Oh, da ist er. 150er. Mega, oder? Den holen wir uns. Wir können die Bolan. Aber dafür müssten die erstmal landen, ne? Ich glaube, wir machen mal so eine Chill-Episode und warten, bis der hier landet.
der wirft Bomben. Gefährlich. Ja, wir gucken jetzt mal. Vielleicht kommt er hier runter. Wahrscheinlich wird der nur auf dem Meer landen. Dann können wir uns überlegen, ob wir... Ja, wir müssen den an Land zähmen. Unter Wasser wird er sicherlich ersticken. Der hat ja auf jeden Fall einen Oxygen-Stat. Da bin ich mir ziemlich sicher, zumindest. Wir könnten auch vom Archie abspringen und aus der Luft dann so ein Dart auf ihn schießen und ihn damit in Richtung Land locken. Man muss ja immer mal wieder was Neues ausprobieren, ne? Das Problem ist, wenn er zu weit inland fliegt, wird es halt wieder super gefährlich für ihn. Das sollten wir vielleicht auch nicht riskieren. Wir essen mal zwei Steaks. Und vielleicht landet er ja und wir können ihn bolern. Das wäre natürlich Jackpot. Nee, lande mal an Land. Geh mal an Land, du. Greifen kann ich ihn ja leider nicht. Na, wir müssen ihn an Land locken. Okay, wir wagen es. Ich springe runter und nehme die Kanone raus. Können wir nicht es gibt ja auch Tiere, wo wir die Kanone rausnehmen können, ne? Während wir sitzen. Okay, Treffer. Ich weiß nicht, ob das bei welchen Tieren geht denn das? Okay, er fliegt. Wir müssen jetzt nur irgendwie aufsitzen. Nicht so einfach. Kannst auch nach oben fliegen. Du bist zu tief. Er flieht aber nicht an Land. Oder nicht in Richtung Land, oder wie man das nennen möchte. Ja, wir müssen an Land aufsitzen. Das geht so, glaube ich, nicht. Wir fliegen immer wieder ins Wasser. Na gut, dann schwimmen wir an Land und sitzen da auf. Aber wir haben ihn auf jeden Fall verjagt. Nicht gelockt, sondern verjagt. Jetzt ist er da drüben. Und immer noch im Wasser. Die lieben halt das Wasser, ne? Also das wird nicht so einfach, den da aus dem Wasser rauszukriegen. Und wir versuchen es einfach nochmal. Was ist die beste Methode, um den Pelagornis zu zähmen? Das ist doch mal eine gute Frage. Ich piekse ihn jetzt nochmal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Oxygen Start haben. Das heißt, wir müssen da eine gute Lösung finden, den irgendwie an Land zu kriegen. Dann schwimmen wir ihm wieder hinterher. Wo ist er überhaupt? Wo sind denn hin? Welcher ist es? Ich bin verwirrt. Der war doch eben hier. Ist er eingeschlafen und abgesoffen? Sieht so aus, oder? Oh, ich habe gerade was verschwinden sehen nach unten. Ich habe ja gar keine Taucherflaschen dabei. Oh, oh, ich habe das Gefühl, dass wir den versemmelt haben. Wie tief können wir tauchen ohne Taucherflasche? Wir geben dem Fisch und tauchen wieder auf. Und wir gucken, ob er einen Oxygen Start hat. Oh, ich muss sofort wieder auftauchen. Das wird ganz knapp. Wir müssen sofort auftauchen. Und Fisch? Oxygen habe ich nicht gesehen. Wir müssen einfach hoffen. Wir sehen es gleich. Schneller, schneller, schneller. Tauch auf. Go, 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 go. Go, 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 go. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Rette mich. Ida, rette mich. Das war gut getimt, oder? Wollen wir es nochmal wagen? Ich muss vorher Stamina regen, das geht nicht. Der ist jetzt da unten. Aber wir sehen das doch so, oder? Vielleicht haben die keinen Oxygen Start. Vielleicht haben wir Glück. Wir können kurz Stamina regen und dann nochmal runtertauchen. Hier sind keine Haifische gerade. Das ist mega Glück, ne? Sonst wird der jetzt vom Haifisch gefressen. Wir können runtertauchen und ganz kurz luken und dann direkt wieder hoch. Wir sehen halt so nicht viel, ne? Wir sehen nur die Hitpoints. Die Entfernung. Wir tauchen nochmal runter. Möglichst direkt über ihm. Let's go. Flossen wären halt schon gut gewesen. Ich dachte, wir zähmen den an Land. Das ist ja... Der ist aber super schnell eingeschlafen. Das habe ich nicht erwartet, dass der nur zwei Darts braucht. Der 150er. Okay.
Das sieht gut aus, ne? Der hat einen Oxygen Start. Nein. Okay, der stirbt. Wir können den nicht aufwecken. Ich habe keine Beeren dabei. Das habe ich versemmelt. Nein, der 150er. Das war ein Max-Level. Aber wie hätte ich den an Land bewegen sollen? Nicht so einfach. Wir hätten den halt irgendwie boxen müssen, ja? Das wäre klüger gewesen. Einfach kurz boxen. Oh, wie blöd. Das haben wir versemmelt. Da müssen wir einen anderen zähmen. Dann gucken wir einfach nochmal, dass wir einen guten finden. Und dann müssen wir den irgendwie an Land kriegen. Die fliegen total ungern an Land. Das weiß ich. Das ärgert mich jetzt echt. Das war ein Riesenfail. Den 150er finden wir so schnell nicht wieder. Aber können wir nicht ändern. Ist jetzt passiert. Haben wieder was dazugelernt. Die Tiere, die brauchen nicht so viele Darts. Die, vor allem die Kleinen. Ne? Das hat sich geändert. Da müssen wir besser aufpassen. Ist er, glaube ich, ertrunken, oder? Ich sehe ihn nicht mehr. Eieiei. Es war ja eigentlich klar, dass sie einen Oxygen Start haben, ne? Die Vögel haben alle einen Oxygen Start. Gut. Entweder wir zählen hier den 95er, da gibt es noch so einen 95er, ne? Oder wir gucken nochmal so ein bisschen die Küste entlang. Es gibt echt viele von denen. Vielleicht sehen wir ja noch einen guten. Ich weiß nicht so ganz, was mit Ida los ist. Die fliegt jetzt irgendwie quer. Das ist komisch. Ja, wir fliegen irgendwie schräg quer. Das habe ich noch nie gesehen. Das kann nur Ida. Das muss man, glaube ich, einmal absetzen. Hat das mit der Kanone zu tun? Muss mal nachladen. Kurze Stamina-Pause und so weiter. So. Oder hatten wir irgendwie... Das war komisch. Das hatte ich noch nie. Oh, sie macht das jetzt immer. Wie geht das denn? Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was mit Ida los ist. Ich habe nichts gemacht. Na gut, ich fliege die Küste entlang. Ich habe noch ein anderes cooles Tier gesehen. Vielleicht können wir das dann auch noch mitnehmen. Wir haben ja so ein paar Algen noch an Bord. Das wird nämlich ein Pflanzenfresser. Und wir leveln jetzt auch so ein bisschen hoch, ne? Ida ist ja noch null hochgelevelt. Ganz frisch bei uns. Und muss jetzt mal ordentlich hochgelevelt werden. Mit ihr müssen wir mal öfter rausfliegen. Das ist irgendwie irritierend, dass sie jetzt schräg fliegt. Ich vermute, dass das irgendein Bug ist. Ich wüsste nicht, wie man mit Archies schräg fliegt. Die können eigentlich nur geradeaus. Mal gucken, ob das irgendwann wieder weggeht. Hier sind echt viele Schildkröten unterwegs. Da ist so eine Fünfer. Da hinten ist irgendwo noch eine unterwegs gewesen. Die versteckt sich gerade vor uns. Und ich glaube sogar noch mehr. Und hier unter uns ist eine richtig gute. Das ist, glaube ich, eine 135er. Die würde ich jetzt fast mal zähmen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Schildkröte brauchen. Aber die ist gelb. Mit so einem blau-roten, violetten Panzer. Auf jeden Fall irgendwie bunt. Und bunt ist immer schön. So, lande mal. Perfekt. Das heißt, wir nehmen die jetzt mal mit. Ich habe noch ein paar Pelagornis gesehen, aber die sind alle nicht so gut wie die bei uns. Mit dem 150er und dem 95er haben wir da zwei richtig gute bei uns. Jetzt sehen wir jetzt die Schildkröte. Die kommt jetzt mit. Hast du denn Lust mitzukommen? Ja, ne? Die sind so gemütlich. Auch zu zähmen. Selbst beim Nachladen können die eigentlich einholen. Die sind schon mega entspannt. Und gleich wird sie noch ein bisschen entspannter. Wartet's ab. Seht ihr das? Kann kaum noch die Augen offen halten, so entspannt ist die. Oh, wir kriegen gleich zwei. Zwei mit einem Schlag. Sie schläft. Und du? Kommst du mit? Noch nicht, ne? Du wartest noch. Moment. Können wir hier so... Pack mal die Kanone weg. Können wir die irgendwie einbauen, die Kleine, dass die nicht abhaut? Also sie hat sich beruhigt. Können wir die einmauern? Geh mal da hoch. Nicht so einfach. Ich hoffe, wir finden die wieder.
Ich glaube, wir müssen jetzt abwarten, bis die Große auszähmt und dann können wir die Kleine auch zähmen. Wenn mich nicht alles täuscht. Was ist das? Ein Dodo. Also wir müssen einfach ein bisschen beobachten, wo die rumläuft. Die Große kriegt jetzt Algen, aber ich glaube, das dauert schon ein bisschen. Ne? Das ist eine gute Schildkröte. Ah, die fängt schon an zu fressen. Die braucht mehr. Braucht relativ viel. Okay, dann geben wir dir mal so 15 oder so. Dann warten wir ab. Und die Kleine wird beobachtet, die wird mit eingesackt. Wir haben ja genug Cryopods, das ist kein Problem. Das ist so ein 55er. Ja, dann gucken wir mal, was hier noch so passiert. Was sich hier noch rumtreibt. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Wir können die Babyschildkröte mal ans Wasser bringen, dass die so ein bisschen abseits geparkt ist und dass wir die sehen. Hier unten beim Baumstamm. Da soll die mal spazieren gehen. So. Da finden wir die nämlich wieder. Hier gibt es auch oft Raptoren, ne? Ich glaube, ziemlich genau hier haben wir doch schon mal einen Raptoren. So einen Raptor gezähmt, oder? Ist die Fünfer? Die ist ganz schön weit gelaufen für so eine Schildkröte. Nicht schlecht. Die war doch vorher da im Land. Und hier war ja auch das Chalico unterwegs, ne? Ich glaube, hier hatten wir so ein Chalico gesichtet. Und das ist aber, glaube ich, inzwischen despawned. So ein relativ gutes. Auch 135 oder so, ne? Oder das ist noch im Wald unterwegs, vielleicht. Teresino. Level 10 oder so, ne? Was hat der für ein Level? Das müssen wir noch checken. Level 10. Okay, da sitzt ein Petri. Alles entspannt. Gut. Aber wir fliegen wieder gerade. Ich weiß nicht, was das war. Vielleicht hat es. Das Schildkröte hochheben, vielleicht hat es geholfen. Dann machen wir jetzt eine Zwischenlandung hier. Und wir beobachten die Babyschildkröte und warten, bis die Große auszähmt. Wo ist denn die Kleine jetzt hin? Beobachten, habe ich gesagt. Ist die zur Mama gegangen? Nee, die ist hier. Oh, ich glaube, die will zur Mama oder Papa. Na, und die kommt da nicht hin. Okay. Passt. Dann wissen wir, wo sie ist. Das ist perfekt. Dann packen wir die Foundation wieder ein. Und das hier ist Mama, Papa heißt es. Papa-Schildkröte, okay. Na gut, dann warte ich mal ab und dann sehen wir uns wieder, wenn die Schildkröte ausgezähmt ist. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte, hier ist echt der Wurm drin heute. Wir haben hier das Zähm-Symbol auf der Schildkröte. Und die Schildkröte ist aber ein Archie und heißt Ida, also unser Archie da hinten. Der wird hier irgendwie angezeigt an dem Zähm-Symbol. Eigentlich sollte da die Schildkröte angezeigt werden. Und das sollte uns sagen, wie viele Hitpoints die Schildkröte hat. 3500 und 6000. Das stimmt auch nicht, ne? Der 3800. Also das sind die Archie-Statistiken. Jetzt wird hier in dem Zähm-Symbol unserer Schildkröte unser Archie angezeigt. Das ist doch auch ganz interessant. Immer mal wieder was Neues. Oh yeah. Schildkröte fertig. Ich habe auch schon einen Namen. Wie wär's mit Schildalf? Schildalf ist ausgezähmt. Und hier unten müsste noch jemand warten. Genau. Sie wartet jetzt nicht mehr. Sie will jetzt abhauen. Bam. Das ist Schildtrude. Und die beiden kommen jetzt mit. Die werden jetzt eingetütet. Oh, da unten ist die Große. Die kommen jetzt in die Cryopods und dann nehmen wir die ganz entspannt mit nach Hause, dann passiert nichts. So, du, komm mal mit. Die ist noch ganz klein. Die muss erstmal wachsen. Und die müssen wir füttern, ne? Die müssen wir dann sofort füttern. Ah, die hat ganz gut Food. Das sind ja Schildkröten. Da bist du ja. Schildalf. Moment, wir können mal gucken. 5600 Hitpoints. Also, wenn wir Schildalf hochleveln auf Hitpoints, dann könnte das tatsächlich ein Tank werden, ne? Die sind nicht so schlecht, wie man denkt, die Schildkröten. Die halten schon so ein bisschen was aus. Und wenn der Gegner auf den Panzer losgeht, also wenn er den Panzer trifft, dann sind die auch noch gepanzert und nehmen extra wenig Schaden. Das heißt, das sind schon gute Tanks jetzt. In Ark Survival Ascended könnte es sich lohnen, die als Tank zu nehmen.
Muss man halt mal testen, ne? Die arme Schildkröte. Also ich glaube, die Stegos sind vielleicht ein bisschen besser, weil die einfach so super viel... Also sie sind halt einfach stärker mit mehr Hitpoints und so. Aber die Schildkröten mit dem Panzer, ich weiß es nicht. Schwer abzuschätzen. Müssten wir testen. Kommt sicherlich auf die Gegner an. Die Gegner, die die Schildkrötenköpfe treffen, die werden die Schildkröte zerlegen. Und die Gegner, die mehr so von oben auf den Panzer hapsen, vielleicht sind die gut gegen T-Rexe, ne? Könnte sein. Vielleicht erwischt der T-Rex immer den Panzer. Dann wäre das ein guter Tank gegen T-Rexe zum Beispiel. Oh, das ist ein Pelagornis. Ein Inland-Pelagornis. Ein See-Pelagornis. Der wohnt an unserem See hier. Das ist ein Biberdamm. Wohin zuerst? Zum Biberdamm. Der Pelagornis ist nicht über Land. Dann versuchen wir noch den Pelagornis zu zähmen, oder? Dass wir mal einen haben, das ist, glaube ich, ein Biber. Da könnten wir ja mal das Level checken vielleicht. Bevor uns dann so ein Level 150er in den Hintern beißt. 25. Das ist ja nicht so toll. Das ist viel. Ich kann kaum noch gehen. Und der Biber kommt gleich. Und der ist schnell im Wasser. Er ist schon da. Nichts wie weg. Der wird jetzt noch geledert. Ich kann nichts mehr tragen. Boah, wie können wir denn so überladen sein? Das ist aber ein guter Biberdamm, oder? Na gut, wir haben auch echt viel Zeug dabei. Jetzt nur die Frage, was wir machen, weil unter uns ist ja der wütende Biber, ne? Der wird da jetzt nicht abhauen. Wir können jetzt das Holz auf ihn drauf werfen. Wir werfen das Holz auf ihn drauf. Der geht ja jetzt. Komischer Biber. Wir müssen das Holz abwerfen, sonst können wir nicht landen. So, einmal landen bitte. Kommt er gleich wieder. Und wo ist das Holz? Das gute Holz. Ist es weg? Ich glaube, das gute Holz ist weg. Oh nein. Wieso ist es weg? Wir haben es doch nur abgeworfen. Es müsste doch noch liegen. Komisch. Genau, leveln wir mal so ein bisschen hoch. Was ist denn mit dem Holz jetzt passiert? Verstehe ich nicht. Wir haben doch da das Floß direkt, ne? Wir könnten ein paar Ressourcen im Floß zwischenlagern. Dann geht's nicht verloren. Wir haben doch hier jetzt gerade eben... Moment, bleib mal da sitzen. Ist das durch die Welt gefallen? Also heute ist ziemlich viel wieder kaputt, ne? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Pakete einfach durch die Welt gefallen sind. Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, das ist weg. Da oben liegen welche. Wie sind die denn da hochgekommen? Krass. Gut, wir lassen mal so ein bisschen was hier, dass ich halbwegs laufen kann. Dann sprinte ich kurz vor zum Floß. Lad das da aus. Und dann versuchen wir den Pelagornis noch zu zähmen. Wir haben ja alles dabei. Ein Parasaurus. Wir haben noch genug Darts. Der braucht ja nur zwei. Vielleicht braucht er auch nur einen. Ne? Der ist jetzt ein bisschen niedriger vom Level her. Ich hoffe, da steht eine Kiste. Ich weiß nicht, ob da eine Kiste steht. Steht ein Dillo. Ja, das sind Kisten an Bord. Let's go. Der Alpha T-Rex ist nicht weit. Ne? So, die haben wir irgendwann auch mal leergeräumt. Alles gut. Die wertvollen Ressourcen nehmen wir gleich mit. Das Holz lagern wir mal zwischen. Da ist ein Baby-Dillo. Voll süß. Level 20. Du bist auch Level 20. Nicht beißen. Wollte nur gucken. Das dürfte auch Level 20 sein. Okay. Pelagornis suchen. Der ist hier von Land umgeben. Der muss irgendwann auch mal an Land runterkommen. Die gehen ja auch hin und wieder am Strand spazieren. Ne? Man braucht halt einfach Geduld, wenn man so einen Pelagornis zähmen will. Das ist noch ein Biber. Hat der einen Damm? Nicht hier. Abwarten, der baut noch einen. Wir suchen unseren Pelagornis. Seht ihr einen? Wo mag er wohl sein? Das war wieder so ein 95er, ne? Wo ist er? Der ist bestimmt an Land. Wenn er im Wasser nicht ist, dann muss er an Land sein. Da ist er, der war gelandet. Der war kurz gelandet. Okay. Ja, also wir machen das jetzt so, wie man es machen sollte. Ich werde jetzt ganz geduldig warten, bis der irgendwo landet.
den schön beobachten. Nicht mehr aus den Augen verlieren, wenn es geht. Da oben ist er. Der war wieder fast gelandet. Der ist so knapp über dem Boden, dass wir den fast bohlen könnten. Wenn er noch ein bisschen tiefer runterkommt, versuchen wir es. Da ist er. Ja, komm mal zu mir. Wäre zu schön gewesen. Der ist schon ziemlich hoch, ne? Das täuscht. Aber der kommt jetzt runter. Ich habe ihn. Wo ist er abgestürzt? Ich sehe ihn nicht. Irgendwo hier runter, oder? Da liegt er, glaube ich. Ich sehe da was Rotes. Da ist er. Pix? Sehen wir, wenn der einschläft? Ich glaube, er schläft. Okay, passt. Perfekt. Der liegt. So sollte man das machen. Das war jetzt ein bisschen eleganter als die vorige Lösung. Die ja auch keine Lösung war. Aber ich komme da trotzdem schwer hin, ne? Ich glaube, ich springe einfach. No risk, no fun. Bam. Jetzt krebsen wir da so ein bisschen runter und geben dem Fleisch. Fisch natürlich. So. Reicht das? Ich glaube, das reicht. Ist jetzt nur ein 95er. Ist aber, denke ich, trotzdem ganz okay. Damit kann man arbeiten. Dann warten wir ab, bis der auszähmt. Chillen wir noch ein bisschen. Ist ja auch mal gesund. Bisschen ausruhen. Und Dodos. Oh, wollte ich nicht. Zähmen wollte ich eigentlich. Ich habe gedacht, wir nehmen noch einen weiblichen Dodo mit, aber das ist leider nach hinten losgegangen. Na gut, dann chillen wir einfach ein bisschen und warten, bis der auszähmt. Jawohl, geschafft. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Wie nennen wir ihn denn? Wie wär's mit Pelagornis? Namen für einen Pelagornis. Artus. Schreibt man eigentlich mit H, oder? Können wir machen, wie wir wollen, oder? Ist ja ein Name. Mega, geschafft. Wir haben einen Pelagornis, Level 142 rausgekommen. Leider nicht der Max-Level geworden. Ich weiß nicht, ob wir uns hier noch befreien können. Wir werden sehen. Magst du dich vielleicht bewegen? Ich hab... Okay, wir sind frei, glaube ich. Wir waren frei. Komm schon, du schaffst es. Oder auch nicht. Oh, wir sterben gerade. Was? Okay, aber wir haben zumindest einen Pelagornis gezähmt. Dann holen wir einfach noch einen Archie zur Hilfe. Was war das denn bitte? Das hatte ich auch noch nicht in Ark. Das war auch komisch. Respawn Simple Bed. War es jetzt das richtige Bed? Ja, so ungefähr. Okay. Machen wir wieder zu hier. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Flugservice. So, Eis, bring mich mal schnell darüber. Let's go. Ja, dann können wir vielleicht nochmal kurz hier die Angel auswerfen. Das ist auch mal ziemlich witzig. Bei uns im See oder draußen im Meer. Am besten natürlich im Fluss, ne, wenn man die Fische sieht. Ich glaube nämlich, dass man nur die Fische angeln kann, die man sieht, wenn ich das richtig erinnere. Wir haben ja schon mal so ein bisschen geangelt. Das heißt, man sollte irgendwo hingehen, wo tatsächlich auch Fische rumschwimmen. Und am besten, glaube ich, so Säbelzahnlachse. Die bringen, glaube ich, am meisten, wenn man die angelt. Und da unten wartet noch ein Tier. Die kennt ihr noch nicht, die Dame. Das ist Eggen, wenn ihr versteht. Der habe ich einen kräftigen Klaps auf den Schnabel gegeben. Und dann ein bisschen was zu fressen. Und als sie aufgewacht ist, war sie dann bei uns. So, du kommst da mal weg. Komm nochmal runter. Komm jetzt. Geht doch. Wir fliegen einmal da hoch. Und holen unser Zeug wieder zurück. Ohne zu sterben, wenn es geht. Oh, jetzt sag nicht, dass die Tasche in dem Stein drin hängt. Was war das? Unser Archie, ne? Sieht so aus, als würde die Tasche... Als wäre die Tasche auch durch die Welt gefallen. Ich will jetzt nicht dismissen. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen testen, ob wir da nicht noch rankommen. Aber ich glaube, das sieht nicht so gut aus.
Ja. Tolle Aussichten. Wir können hier nicht drunter gucken. Und wir können es nur abwählen. Also die Tasche ist direkt unter der Welt gelandet. Ich vermute auch, dass das ist, was uns getötet hat. Es gibt in Ark so eine Funktion, dass wenn man irgendwie unter die Welt rutscht, dass man dann getötet wird, damit man nicht exploiten kann. Sonst könnte man im PvP irgendwie Basen von unten angreifen oder so, aus der Unterwelt. Deswegen gibt es diese Funktion. Die wurde schon entschärft, also die war wohl noch schlimmer in Ark Survival Ascended. Stand in den Patch Notes irgendwie vor kurzem drin. Aber das scheint immer noch Probleme zu bereiten, wie es aussieht. Na gut, ich schau mal, dass ich irgendwie unser Zeug wieder zurückkrieg. Und dann bringen wir die ganzen Tiere nach Hause und machen nochmal kurz einen Angelausflug. Da habe ich echt Lust drauf. So, da sind wir wieder mit Artus. Da segelt irgendwas unter Wasser rum. Was ist das? Ein riesengroßer Fisch. Okay. Wir könnten versuchen, den zu angeln. Die Kanone können wir an Bord nicht rausnehmen. Hier sind ziemlich viele Vögel. Ich habe jetzt leider die Rifle nicht dabei. Ich würde fast mal versuchen, dies hier wegzumachen, weil die werden uns sonst Probleme bereiten. Dann können wir versuchen, diesen Riesenfisch zu angeln. Das ist, glaube ich, gut. Jawohl, das klappt ja mega. Ich glaube, die machen auch gegen manche Tiere erhöhten Schaden. Ich glaube, gegen Fische und so ein paar Vögel und so. Ichthyornis zum Beispiel. Hat der mir Fleisch gestohlen? Ich glaube. Ich habe jetzt die Fische getötet, die wir eigentlich angeln wollten. Mach ihn weg jetzt. 25er. Ich habe mindestens einen Fisch getötet. Ich hoffe, das war nicht der, den wir. Mann. Wie viele sind, den wir angeln wollten? 115er. Der hat wieder meine Kantine geklaut. Das ist so schlimm mit denen. Jetzt hat er. Hat er den Fisch gestohlen? Das war der 115er. Das war der 5er. Wir müssen auf die schießen, weil die, selbst wenn wir im Sattel sitzen, können die unser Zeug klauen. Schaut euch an, wie viele das sind. Das ist die totale Pest. Katastrophal ist es. Die kann man nicht in Ruhe angeln. Wir wollen die Fischis angeln. Und die Vögel, die angeln uns die alle weg. Das ist das nächste Problem, weil die tun nicht nur so, sondern die leeren hier wirklich die Gewässer, ne? Die fressen die Fische auf. Andererseits, da wo die unterwegs sind, da gibt es halt dann auch Fischis, ne? Meistens. Wir müssen die alle wegmachen. Oder wir fliegen noch ein Stück weiter. Aber da wird es halt dann wieder gefährlich, ne? Das ist noch einer. Hier sind so viele. Wir brauchen ein ruhiges Stück mit Fischen. Vielleicht haben wir ja Glück. Die Flüsse sind da immer ziemlich cool. Da können die Fische nicht so weit weg. Im Meer hauen die Fische halt ab und dann ist es schwierig, die zu angeln. Wir können ziemlich schnell schwimmen. Wir haben ziemlich viel Ausdauer. Oh, hier sind Piranhas. Dann können wir hier angeln. Die Haifische. Oh, die Piranhas greifen uns an, ne? Die Haifische auf jeden Fall. Und die Piranhas teilweise scheinbar. Ja. Okay. Also wir machen deutlich erhöhten Schaden gegen so. Oh, wir haben einen Lachs getötet. Gegen Piranhas und so. Das ist ein Trudon, der da schwimmt, ne? Ist auch nicht so gut. Also, Angeln in Ark ist ein bisschen schwierig, ne? So. Wir können jetzt mit Leechblatt oder mit Honig angeln. Der Honig ist schon komplett schlecht geworden. Ist unfassbar, wie schnell das geht. So. Wir nehmen mal Leechblatt. Und seht ihr einen Fisch? Ich sehe keinen Fisch mehr. Aber hier sind welche. Hier sind überall welche. Nehmen wir mal. Werfen wir mal hier aus. Gucken, was passiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Das war irgendwie kompliziert, ne? Irgendwas muss ich dann da machen. WASD drücken oder so. Jetzt kommen wieder Vögel. Das ist ein Brüllmonster. Der kämpft gegen den Tirisino. Wir schwimmen noch ein Stück weiter.
Fischis. Aber müssen wieder. Wir haben hier einfach keine Ruhe. No Ammo, wir müssen wieder neuen Honig equippen. Wir versuchen es nochmal ein Stück weiter. Schauen, wie ruhig es hier ist. Und ob es hier Fische gibt. Ja, Fische sind schon mal da. Piranhas auch. Piranhas sind Fische, ne? Da ist ein Lachs, das ist gut. Also hier könnten wir es versuchen. Dann packen wir nochmal Honig auf die Angel. Und equippen die. So, das hat funktioniert. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Wo ist der Lachs? Man sieht echt schlecht unter Wasser, ne? Alles entspannt. Die Morphodons. Was hinter uns ist, sehe ich nicht. Kann ich nicht hingucken. Wir bräuchten einen Rückspiegel, das wäre gut. Also der Lachs war fast genau hier. Das müsste passen. Der kommt bestimmt irgendwann. Angeln ist so spannend. Oh, da ist ein Lachs. Seht ihr ihn? Der beißt gleich. Der riecht. Der riecht den Köder. Oh, hier ist Action. Beiß an, wir haben nicht so viel Zeit. Jawohl. Z. Was, Z? Okay, S. Jawohl. Kriegen wir hin. Wieso Z? Oh. Also, ich habe D gedrückt, glaube ich. Nicht so einfach das Ganze. Das ist schwieriger geworden, ne? Das ist nicht nur WASD, sondern ist auch noch mit Z mit drin. Da muss ich noch ein bisschen üben. Okay, aber so funktioniert das. Wir müssen wieder Tasten drücken. Wir haben ja noch Honig, ne? Wir werfen dem direkt nochmal das. Den Köder hin. Nein, wir müssen weg. Da ist wieder so ein Vogel. Den müssen wir kurz vom Himmel holen. Also, das ist wirklich actionreich, in Ark zu angeln. Der ist zu weit weg. Den müssen wir kurz vom Himmel schießen. Und wir müssen das nächste Mal wieder das Gewehr mitnehmen. Das Problem ist, die Pelagones können natürlich fast nichts tragen. Dadurch wird es ein bisschen schwierig. Da ist noch einer. Die spawnen hier gerade wieder. So. Hier war ja kein einziger vorher. Ich hoffe, die haben nicht unsere Fische gegessen. Wir gucken nochmal ins Wasser. Ob unser Lachs noch da ist? Dann versuchen wir das nochmal. Da ist er. Okay. Den holen wir uns. Lachse sind, glaube ich, ziemlich gut. Die droppen cooles Zeug. So. Angel? Wo ist der Lachs? Wo ist er hin? Da ist der Vogel. Wir suchen den Lachs. Da ist er, glaube ich. Okay. Wirf die Angel. Was ist los? Haben wir keinen Honig mehr? Ich glaube, wir haben keinen. Wir müssen wieder Honig holen. Okay. Aber so funktioniert das Angeln. Ich will auf jeden Fall noch mindestens einen Fisch mal angeln, dass wir das mal sehen. Vielleicht versuchen wir es einfach im Meer, ne? Ich weiß, dass die Säbelzahnlachse ziemlich guten Loot haben. Die normalen Fische droppen weniger gutes Zeug. Die, sind wir überladen? Ja, wir haben viel Fisch gesammelt. Die normalen Fischis, also die Karpfen, droppen schlechteren Loot als die Säbelzahnlachse. Und die Piranhas sind, glaube ich, so zwischendrin irgendwie so, wenn ich das richtig erinnere. Also wir versuchen auf jeden Fall jetzt irgendwo doch noch so einen Säbelzahnlachs zu erwischen. Vielleicht versuchen wir es am anderen Fluss. Bei uns ist halt so richtig viel Ichthyornis Action. Weiß nicht warum. Wir haben noch Dutzende vom Himmel geholt. Also wir können tatsächlich auch nichts mitnehmen eigentlich. Ich habe praktisch alles ausgeladen. Ich habe nur die Schrotflinte dabei. Vielleicht lassen wir die Schrotflinte hier und nehmen stattdessen das Gewehr mit. Das ist besser gegen Ichthyornis. Und wiegt das Gleiche. Tauschen wir einfach. Machen das so. Und dann brauchen wir die andere Munition. Und dann machen wir es nochmal auf die Socken. Dass wir vielleicht doch nochmal so einen Fisch angeln. Oh, er beißt, er beißt.
Bam, bam, bam. Wow, was haben wir denn alles bekommen? Okay. Das hat sich ja gelohnt. Was ist denn da los? Angeln lohnt sich plötzlich. Lohnt sich das? Ich weiß nicht. Wir haben hochgelevelt aus irgendeinem Grund. Was machen wir denn überhaupt? Health, Weight, vielleicht noch ein bisschen Fortitude? Ich bin ein bisschen unentschlossen fast. Vielleicht? Ich glaube, wir gehen mal auf 600 Health. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Okay. Und dann haben wir jetzt den ersten Fisch geangelt. Und das war nur so ein Kohl, ne? Also das war so ein Karpfendingens. Kein Säbelzahnlachs, den ich eigentlich wollte. Der schwimmt hier noch. Der ist hier unterwegs. Ja, also kurzes Fazit. Es hat sehr lange gedauert. Da vorne ist einer. Ich habe ungefähr ein Dutzend Piranhas getötet. Ich habe mindestens so viele Ichthyornis getötet. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich 2 Dutzend Ichthyornis getötet. Ja, so wie lange hat es gedauert? Eine halbe Stunde. Man kann es natürlich sagen, ich bin zu doof zum Fischen. Ich hätte ja auch beim ersten Mal rausziehen können. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Es ist halt auch Angeln mitten im Kriegsgebiet. Man wird die ganze Zeit von allen Seiten angegriffen. Wir haben jetzt wie viel Ressourcen gebraucht? Wir haben ein Leechblatt benutzt und insgesamt vielleicht 10 Honig und 3 sind noch übrig, so ungefähr, ganz grob. Sowas in dem Dreh. Also es ist ressourcenintensiv, es ist zeitintensiv, es ist ziemlich spannend, witzigerweise, weil hier halt überall so viel los ist. Man kriegt ja keine, man findet ja gar keine ruhigen Spots. Wir könnten im Meer angeln, aber dann greifen uns die Haifische an. Im flachen Wasser könnten wir angeln, da gibt es halt nur Coals, ne? Da gibt es keine Säbelzahnlachse. Aber da bin ich halt auch nicht so informiert, wie das jetzt ist in Ark Survival Ascended, wo da der Vorteil ist, wenn man jetzt Säbelzahnlachse angelt, ob das wirklich so viel besser ist. Das müsste man halt ausführlich testen und dafür haben wir heute, glaube ich, keine Zeit mehr. Wir sind ziemlich lange unterwegs. Auf jeden Fall haben wir 2 super coole Schildkröten gezähmt, wir haben Artus gezähmt, ne, und das ist Schildalf und Schildrude. Schildrude ist schon ausgewachsen, die habe ich gut gefüttert. Wir sind so lange am Angeln, da sind die Tiere schon ausgewachsen, ne. Das ist ein halbes Schildkrötenleben, bis wir einen Fisch aus dem Wasser ziehen. Also war auf jeden Fall erfolgreich letztendlich. Bisschen schade um den Level 150, das wäre natürlich cooler gewesen. Der war wild besser als Artus gezähmt. Aber was will man denn machen? Ich würde dann so ein bisschen in Hitpoints gehen, denke ich. Und vielleicht dann Melee Damage. Wir können ja Artus auch noch für andere Dinge einsetzen. Das heißt, wir werden mit dem auch nochmal so einen längeren Ausflug Richtung Snow Biome machen. Und da so ein bisschen rumtesten. Wir brauchen sowieso wieder Organic Polymer. Und das können wir uns mal mit Artus anschauen. Mal gucken, ob Artus besser ist als die Keule. Ich glaube, die sind ziemlich gut. Also das sollte sich schon lohnen, der Flug. Und dann müssen wir halt noch jemanden mitnehmen, der das ganze Zeug trägt, ne? Also ich glaube, die haben einen super Bonus auf... Moment. Da war noch was, das müssen wir noch testen. Die haben einen mega Bonus auf die Tragekapazität von Polymer. Und das ist nicht alles. Stack das mal alles. So. Die haben nicht nur einen Bonus auf das Tragegewicht. Das wiegt 0,5 bei uns. Die 2 Stück. Das ist ziemlich schwer, das Zeug. Und das hält jetzt 47 Minuten. Wenn wir das hier reinpacken, dann hält das jetzt immer noch 47 Minuten. Okay. Und wiegt aber nur die Hälfte. Das ist schon mal was. Wir müssen mal mehr holen, dass wir das sehen. Ich glaube, der Bonus ist sogar höher, dachte ich jedenfalls. Ich dachte, er wäre bei 80% Tragebonus. Schauen wir nochmal. So ein Stack wiegt nämlich 5 Gewichtseinheiten. Das ist schon einiges. Genau. Also ist schon recht hoch. Also scheinbar 1/5. Also genau 20%. Dann stimmt es doch. Also 20% vom tatsächlichen Gewicht wiegt es hier, wenn der Pelagonis das trägt. Das hält aber leider genauso kurz. Also da gibt es keinen Bonus. Weiß nicht, ob das in Ark Survival Evolved anders war. Aber da konnte man das doch auch in den Preserving Bin packen. Weiß man nicht mehr, ob es da was gebracht hat, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht, ne? Da hatte ich das, glaube ich, immer im Preserving Bin. Ich weiß nicht mehr recht. Oder kann man das mit Salz? Vielleicht mit Scorched Earth, mit dem Salz ging das, ne? Man konnte das irgendwie haltbarer machen, soweit ich weiß. Oh, jetzt habe ich ihn dabei. Das sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall sind die, glaube ich, gut, um Polymer zu sammeln. Und wir brauchen Unmengen davon. Das heißt, wir müssen nochmal los ins Snow Biome. Jetzt haben wir wieder eine neue Variante so zum Polymer sammeln. Müssen wir auf jeden Fall mal testen.
Die sind ganz witzig. Die sind auch cool so, um auf dem Meer halt rumzuschwimmen. Cool zum Angeln, wenn man da Spaß dran hat. Angeln ist auf jeden Fall jetzt empfehlenswerter geworden. Vorher hätten wir da in Ark Survival Evolved hätten wir irgendwie einen Pilz gefunden, eine Blume und einen Polymer oder so. Jetzt haben wir schon echt viel da rausgezogen aus dem Wasser. Also das rentiert sich schon. Haben wir nicht sogar Polymer gefunden? Ich glaube. Ich habe doch vorher auch einen Stack rausgenommen. Ich glaube, wir haben zwei Polymer gefunden. Kann es sein? Möglicherweise. Also nicht schlecht. Wir haben ein bisschen Sepp gefunden. Wir haben wieder Leechblatt gefunden. Das ist praktisch. Das kann man direkt wieder zum Angeln verwenden. Kann man direkt wieder reinwerfen. Bisschen Öl. War schon cool. Und Absorbent Substrate ist tatsächlich richtig viel wert, glaube ich. Ich denke, wenn ich mich nicht täusche, kostet das sogar Black Pearls oder so, ne? Absorbent Substrate? Kostet Black Pearls die Herstellung. Also das ist höllisch viel wert, wollte ich sagen. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert mit dem Angeln. Das kann man machen. Das lohnt sich schon. Na gut, für heute genug geangelt. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.